Ja, hallo und willkommen hier bei Rotodi. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie man eine Krawatte bindet. Also einen sogenannten Windsor-Knoten. Ich werde das hier mal demonstrieren. Ich habe hier eine Krawatte. Und diese Krawatte hat oben immer so eine Naht. Das könnt ihr hier so sehen. Das ist diese Naht. Und diese Naht ist praktisch hier am Ende, ja. Und das ist auch mein Anhaltspunkt für eine Krawatte. Ich nehme diese Krawatte, lege mir die um meinen Hals und achte hier auf die Naht. So. Ich lege mir das so hier hin, dass praktisch das Ende dahinter liegt. Nehme dann die Krawatte. Die ist ja hinten so genäht, die Rückseite nicht. Wir arbeiten nur mit der Vorderseite. Das heißt, die gesamte Krawatte ist an der Vorderseite, nicht die Rückseite. Ich nehme also die Krawatte, lege mir die durch den Knoten hier durch und ziehe die hier so raus. So, dann sieht das Ganze erstmal so aus. Dann nehme ich die Krawatte wieder und gehe praktisch hinten. Ich gehe praktisch hinten hinter der Krawatte rum, um die so hier drum zu legen. So. Und gehe oben wieder mit der Krawatte rein. Also hier oben gehe ich praktisch rein. Jetzt habe ich hier so ein V. So ein erstes könnt ihr schon sehen. Nimm die Krawatte wieder und leg die hier vor der Krawatte wieder hin, mach aber jetzt einen Finger dazwischen. So. Das werdet ihr gleich sehen, warum. Geh mit dem Teil so hier hinter der Krawatte durch. Und da, wo ich jetzt meinen Finger drin hatte, ziehe ich das auseinander und gehe hier mit der Krawattenspitze rein. So. Jetzt ziehe ich mir die langsam zurecht und achte schon mal vorne auf meinen Knoten. Dass ich auch einen schönen sogenannten V-Knoten bekomme. Ich will den nicht ganz so eng haben, so ist das perfekt. Und dann ziehe ich die Krawatte nach oben und richte mir die hier ein bisschen aus, mache mir den Knoten schön wie ein V etc. So würde dann mein Krawattenknoten aussehen. Wenn ich wieder aufziehen möchte, halte ich hier einfach den Knoten fest und ziehe das kurze Stück hier einfach raus. Was seht ihr jetzt da? Ich habe immer noch meinen Krawattenknoten. Das heißt, wenn ich jetzt hier rumgehe, habe ich auch hier noch meinen Krawattenknoten. Und jetzt kann ich das einfach so aufziehen. Und die Krawatte ist wieder geöffnet. Ja, das würde ich euch übrigens immer empfehlen. Das heißt, wenn ihr die Krawatte abends nicht mehr braucht, ein Knoten ist wirklich schnell gebunden. Ich würde es auf jeden Fall wieder aufmachen, denn an dieser Stelle, wo der Knoten ist, verschmutzt die relativ schnell mal und da leiert auch der Stoff ein bisschen aus. Also lieber, wenn ihr sie wieder braucht, einfach einen neuen Knoten machen. Ich hoffe, das war ein cooler Tipp und beim nächsten Date dann mal mit Krawatte und Windsor-Knoten, gibt richtig was her. Ich bin der Bernd und ihr seid hier bei www.rotodi.de. Tschüss.